Noch geht das mit der einen Grundschule. Na, wobei hier sieht das auch schon recht mau aus. Aber das wird auch hier angezeigt, ne? Aber im Industriegebiet eine Schule bauen, das ist doch totaler Quatsch. Und hat das aber irgendwas mit zu tun, wenn man jetzt hingeht und auf so ein Gebäude, sag ich mal, hier draufklickt, so, was ist das denn hier? Ungebildet. So. Sind die dann auch alle dumm oder was, die hier arbeiten? Das sieht so aus. Soll ich mal zum Spaß so eine Schule dahin bauen? Tatsache, da freuen die sich auch noch. Bin ja auch recht schlauer. Und wer weiß das schon. Auf jeden Fall passen im einen Dings 16 Arbeiter. Ah. Und das hier aus 8% voll. Mhm. Schön. Das können wir glaube ich noch nichts bauen, ne? Grundstück, genau. Wir haben ja hier noch Grundstücke, die wir kaufen können. Tja, Industriegebiet, das wollte ich ja eigentlich sowieso dann eher nach oben verfrachten. Ich kann auch hingehen und das hier nehmen. Hm. Was nehmen wir denn? Unten oder oben? Unten oder oben? Das ist hier die Frage. Und da hier mit der Autobahnanbindung. Aber eigentlich müsste ich dieses hier nehmen, hier oben, damit ich die ganze Industriekacke nach oben schieben kann. Ich meine, ich kann nicht hier noch länger ziehen. Erstmal dann nach oben hin. Dann einfach verfrachten und dann hier erstmal so alles so ausbauen. Stadt oder so. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal das untere Stück. Das 2500, das nehmen wir mal. Dann hat man hier nämlich auch so einen schönen kleinen Strand. Und deshalb mache ich da auch schon mal so eine schöne Straße hin. Ich habe immer noch keine Straßen mit Blumenbauern und Bäumen. Ja. Schade eigentlich. Gucken, ob man das schon mal Dings machen kann. Strandhäuser kann man ja eigentlich gar nicht bauen, so. Soll doch Rundung machen, wieso macht das keine Rundung? Ja, ich kann eine Brücke bauen, stimmt ja. Warte mal, also muss ich eine Brücke bauen können. Ich da aber gerade nicht, achso. Nee, aber die Brücke, die will ich glaube ich eher hier irgendwie dann mit einer Autobahn verbinden.
Autobahn, aber das ist so eine größere Straße halt, die dann da drüber hergeht. Ja, wieder runter. Nee, das hat nichts. Der buttert ja hoch da. Ist ja doof. Nee, da kann ich besser hingehen und hier sowas machen. Oder ich mache einfach so ein Sandwegchen hier so. Oder erstmal so eine normale Straße nach unten. Ja. Und dann nehmen wir den hier. Gehen wir mal ein bisschen dahin mit dem Mäus. Und dann gucken wir hier so. Ja. Was denn? Ja, denselben Scheiß. Unnötige Form. Das ist doch doof. Das hat doch nichts. So, schön Strand und dann macht er so eine Anhöhung. Ja, dann machen wir anders. Ich werde sowieso am besten erstmal hingehen und hier die Straßen halt ein bisschen weiterziehen. Und zwar mache ich das, indem ich die Einbahnstraßen halt einfach nehme. Weil hier, die geht nämlich nach unten. Dann mache ich das hier nämlich auch. Gehe ich einfach so nach unten. Und da jetzt dann hier gerade Straßen das zu machen. Einmal so. Und die dann. Und die dann dahin. So, da haben wir eine Doppelstraße. Die ziehen wir dann einfach mal weiter. Natürlich hier so hin. Ne? Ja, hier geht auch nach unten. Dann muss ich da halt auch wieder so eine bauen. Ja, dann haben wir schon mal wieder mehr Platz für Baugebiete. Dieses hier. Zup, 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 zup. Hier können wir auch wieder voll bauen. Habt da wieder Platz. Können da wieder schön alles voll knallen. Parks haben wir jetzt auch. Bauen wir mal so einen kleinen Park. Was haben wir hier am billigsten? 1000. Ist da 1000 am billigsten oder was? Sieht so aus. Im japanischen Garten. 2500. Sollen wir so einen japanischen Garten hier hinbauen? So auf die Ecke hier. Schön, ne? Und dann noch hier so ein Stück Wald irgendwo hin. Guck mal hier, richtig schöne große Fläche macht das, ey. Hier so. Boah. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann machen wir hier auch nochmal einen hin. Und ich habe gar nicht mehr genug Geld dafür. Bin schon da das ganze Geld am Verprassen. Ich muss gucken, dass ich noch Wasser verlege. Sonst haben die kein Wasser und dann ist das nicht gut. So, hier nochmal eine zwischenziehen.
Ich kriege ja nicht genug Geld. Aber so reicht doch. Habe ich zwar erstmal wieder kein Geld, aber das muss mal reichen. So, was wird da dann gebaut? Der Amazon Residenz. Ich könnte ja eigentlich auch hingehen. Das mal nehmen, nämlich das einzelne Punktdingen hier. Und dann können wir ja mal so ein Geschäft noch irgendwie so hinmachen, hier an der Ecke zum Beispiel. Klick. Oh. Herzlichen Glückwunsch, boomende Kleinstadt. Wieder ein neues Gebiet dazu. Transport, oh, Busse. Der Nahverkehr bietet ihren Bürgern und Touristen Alternativen zu fahren mit dem Privatauto an. Ah ja, ihr Bus. Erzindustrie, Spezialität, neue Richtlinien, Recycling, Freizeitnutzung, verschiedene Kreuzungen, Autobahn, fortschrittliche Windturbine und Friedhof. Das ist ja mal was. Wo bauen wir denn mal so einen Friedhof hin? Was kostet das Ding denn überhaupt? 8000 Tacken für einen Friedhof? Oh Mann. Und da muss man auch noch in ein Gebiet bauen vom Wohngebiet oder wie? Ja, ich würde mal sagen, einen Friedhof bauen wir mal hier oben irgendwo hin. Da so. Waren da jetzt welche nicht gerade sehr erfreut oder was habe ich das gesehen? Ja, ich würde sagen, eine Grundschule bräuchten wir auch noch mal. Und da reicht das schon, wenn ich so eine baue. Die ist schon weit ausgebildet genug. Ja gut, dann bauen wir hier unten noch eine Grundschule hin. Und sieht das mit der Polizei aus? Ja, die kommt da wohl so weit und Feuerwehr kommt auch noch ein bisschen so weit. Außer da oben nicht so ganz. Und hier oben haben wir auch noch gar keine Feuerwehr. Polizei haben wir, glaube ich, wie das aussieht. Oder auch nicht. Aber Feuerwehr haben wir nicht. Das muss schon sein. In dem Industriegebiet. Weil die Feuersicherheit steht nämlich da bei 49% schon. Und das sollte besser ein bisschen kleiner gehalten werden. Richtig viel abdecken tut das Ding aber nicht. Nicht genügend Geld, ja. Das war mir schon wieder klar. Was haben wir denn hier noch? Sollen wir mal Rauchverbot machen? Oder Recycling? Machen wir mal Recycling, gucken, was dabei rumkommt. Hier wird auf jeden Fall schon weniger. Ein Kohle, was reinkommt. Ach ja, da habe ich ja gerade neue dazu gemacht. Ich müsste das Gebiet auch mal erweitern. Dann machen wir einfach hier. Ein bisschen größer. Und dann hier so von hier einfach wieder weiter rausziehen. Wenn man das nämlich nicht macht, kriegt das Gebiet einen anderen Namen. Kann man natürlich auch machen, so verschiedene Abschnitte, aber ja, wir lassen es einfach mal so. Ist ja eigentlich dazu gekommen. Müll und Deponieauslastung. Bildung, ja. Oberschule. Ja, ich glaube, eine Oberschule muss ich auch bald wieder dazu bauen. Die ist nämlich recht voll.
Eine Uni haben wir noch nicht. Happiness sieht auch gut aus. Ein Bürogebiet habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ob ich das schon brauche, weiß ich nicht. Aber naja, das habe ich glaube ich noch gar nicht freigeschaltet. Gesundheit sieht auch okay aus. Ebenen, ja. Da wird Wasser benötigt. Verkehr ist da ziemlich groß. Das habe ich doch gesagt. Das muss ich auch noch ändern. Verschmutzung, ja, das ist klar, dass da natürlich alles voll gemüllt wird. Lärmbelastung, ja. Hier ist natürlich ein bisschen wegen den Windturbinen. Die kann ich aber noch nicht abreißen, dafür muss ich erstmal Power haben. Und hier muss ich dann Straßen mit Bäume irgendwann updaten. Kriminalität ist auch ziemlich niedrig. Das habe ich noch nicht. Naturrohstoffe. Wald. Also ich könnte hier die Industrie zum Beispiel als Wald-Dingens machen. Erz ist auch etwas. Erz ist da. Ich kann ja ein neues Gebiet freischalten, da könnte man nämlich auch hier machen, so. Dann. Und wenn hier Bewaldungsgebiet ist, dann könnte ich da das Gebiet eigentlich dann auch abdecken als Errungenschaft freigeschaltet. Gut informiert. Ja, ist doch mal was. So. Ich wollte hier das Gebiet eingrenzen. So, und da kann ich nämlich hingehen und sagen, hier Forstindustrie wegen dem Wald hier. Dann gehen die nämlich hin, brechen ihre ganzen Gebäude ab und dann bauen die da halt so Förstereisachen auf. Was ja auch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Das ist ein kaputtes Haus. Ach, der geht automatisch weg. Schön. Wieso hat der denn da oben kein Wasser? Achso, da habe ich ein bisschen mit den Leitungen gespart. Okay, dann ziehen wir hier oben nochmal was raus. So, jetzt kriegt er aber Wasser. Ich brauche noch Gewerbegebiete. Gut, dann ziehen wir da nochmal eine Straße durch. Ich am besten so eine Einbahnstraße dann durch. Nein, eins so. Oh. Boah, das gibt's nicht. Den da. Ja, ziehen wir das mal hier so hin. Und dann können wir die ganz normal verbinden hier. Nämlich hier noch eine weiterziehen. Dann ziehen wir dieselbe Straße wieder nach unten. Entschuldigung, aber ich muss dann leider mal ein wenig Platz machen für Gebäude. Was hat denn jetzt noch so? Zack.
Dann baut mir da mal ein paar Gewerbegebiete hin. Ja, und da kommen sie schon direkt. Was hat denn hier? M&H Closing. Ah, das ist sogar schon geupdatet. Ja, das läuft doch schon so ein bisschen. Sieht der Wasserstand aus? Wasser sieht gut aus, da macht der Strom. Da sitzt auch noch ein bisschen Reserven drin. Und da sind noch ein paar Reserven, um das mal so zu sagen. Ja, das habe ich befürchtet. Dass sich das hier irgendwann ein bisschen stauen wird. Kann ich das umbauen? Kann man auf einmal Straßen von machen? Oder nicht? Eine doppelte? Ey. Eine Autobahn bauen. Autobahnauffahrt. Ist doch auch Autobahnabfahrt, oder nicht? Dann mache ich mal eben auf Pause. Wie viel Geld habe ich? Ja, nicht so viel, wa? Ich glaube, da sollte ich erstmal ein bisschen Geld zusammensparen. Wäre sinnvoll. Machen wir mal eben.